Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O ihr Gläubigen, keine Gruppe soll eine andere verspotten. Es könnte jene würdiger sein als diese. Und keine Frauen sollen andere verspotten. Es könnten jene würdiger sein als andere. Und verleumdet einander nicht und gebt einander keine Schimpfnamen. Schlimm ist die Bezeichnung der Sündhaftigkeit, nachdem man den Glauben angenommen hat. Und jene, die nicht umkehren, das sind die Ungerechten. Im Vers 11 verbietet uns Allah subhanahu wa ta'ala drei Dinge. Und diese drei Dinge findet man dennoch bei Gläubigen. Nun, wie sollen Gläubige mit anderen Gläubigen umgehen in ihrer Gegenwart? Erstens verbietet uns Allah subhanahu wa ta'ala, jemanden in Verruf zu bringen. Das heißt, jemanden öffentlich zu verspotten. Jemanden zu verspotten, und zwar in der Öffentlichkeit, sodass seinem guten Ruf geschadet wird und die Leute vor dieser Person den Respekt verlieren. Es geht nicht bloß darum, dass jemand ausgelacht wird. Vielmehr wird jemand öffentlich bloßgestellt, sodass andere Menschen denjenigen dann geringschätzen. Genau das ist nicht erlaubt. Und Allah sagt uns auch, warum wir das nicht tun sollen. Denn es könnte sich herausstellen, dass der andere besser ist als du. Du weißt es nicht, niemand weiß es, was heute ist und was morgen geschieht. Menschen wissen nicht, was die Zeit bringen wird. Hierzu gibt es ein interessantes Ereignis. Eine der Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam war kleiner als seine anderen Frauen. Zainab bin Jahsh, sie war kleiner als die anderen Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Eines Tages machte eine der Frauen eine Bemerkung über ihre Größe. So in etwa die Kleine. Etwas, das niemand über sich gerne hören würde. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam davon erfuhr, war er sehr erbost darüber und er rügte sie deswegen. Und die zuvor genannte Aya wurde herabgesandt. Interessanterweise sagte uns Allah subhanahu wa ta'ala, man solle es nicht tun, denn es könnte sich herausstellen, dass der andere besser ist. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam dabei war, diese Welt zu verlassen, sagte er zu seinen Familienangehörigen, dass die erste seiner Frauen, die im Jenseits mit ihm sein wird, jene ist, die die längsten Arme hat. Und sie stellten sich auf, um zu sehen, welche die längsten Arme hat. Doch es machte keinen Sinn. Erst als die erste Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam verstarb, da begriffen sie diese Metapher. Denn es war Zainab und sie war die großzügigste von ihnen. Das heißt, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, dass die erste seiner Frauen, die ihm im Jenseits begegnen wird, jene mit den längsten Armen ist. Sie hatten sich über ihre Größe lustig gemacht. Und seht mal die Weisheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam an. Besonders schlimm ist das große Ausmaß der Verleumdung in unserer Gesellschaft. Mit jener bösartigen Lebhaftigkeit, mit der sie stattfindet. Mit der Wut und dem gegenseitigen Hass. Und wie sehr wir uns am Leid des anderen erfreuen. Als wäre es ein unterhaltsames Theaterstück, sobald jemandem etwas Schlimmes widerfährt. Wir müssen die Dinge wirklich einmal überdenken. Wir müssen überdenken, wie wir reagieren. Wir müssen überdenken, wie wir uns verhalten.